Um ein weiteres Mal willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Heute wieder ein Solo-Auftritt. Wir gehen nicht immer noch nicht nach Sturmwind. Oder Stormwind. Gefällt mir eigentlich besser. Ich weiß auch nicht, dieser Übersetzungswahn, den Blizzard da an den Tag gelegt hat. Ich weiß gar nicht, wann kam, nach Cataclysm oder was. Dann diese ganze Verdeutschung. Ja, es ist nicht immer angebracht, den Originaltitel zu übersetzen. Sei das mal so gesagt. Ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sind immer noch in Goldshire. Und jetzt holen wir die Kerzen, die schon das letzte Mal von mir eigentlich abverlangt worden sind. Aber da wurde ich abgelenkt vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Ja. Die Knaben hier haben die Kerzen und den Goldstaub, den ich brauche. Vielleicht die Quests mal verfolgen, die ich brauche. Zack, 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 so. Man hat ja gesehen, die letzten Male gab es schon so ein paar Pannen. Die erste Folge war dominiert von einem, was ist das hier, eine tägliche Quest von einem Fotobomber-Hund. Ach so, nee, komm. Geh weg. Jetzt keine Lust auf Pet Battles. Das ist halt so eine Pet Battle Daily, die man abschließen kann. Blaue Ausrufezeichen weisen immer auf eine Daily hin. Aber da habe ich jetzt eigentlich nicht so den großen Nerv für. Noch dazu, weil es relativ unspektakulär ist, finde ich. Gibt bestimmt auf jeden Fall Fans. Auch ich war zwischendurch mal Fan davon und habe es mir angetan, einen Char von 85 auf 90 nur durch Pet Battles zu leveln. War in der Retrospektive wahrscheinlich wirklich eine schmerzhafte Aktion und wird auch nicht nochmal nachgaben von mir und eigentlich auch von keinem anderen. Noch dazu, wo mir danach dann das ganze Gear gefehlt hat, was man rein theoretisch das Leveling ja bekommt. Und dann der Instanzzugang verwehrt wurde. Das heißt, ich hatte dann nochmal zusätzliche Ausgaben, wo ich dann das Gear erstmal kaufen musste, was ich brauche. Und wirklich schnell war das jetzt auch nicht. Allerdings gibt es Trick 17 mit diesen Dailies. Man kann zum Beispiel mit etlichen Chars, ist egal, die sind accountübergreifend, diese Daily, diese Quests, das sieht man, das sind halt so eine Kampfrüstier-Quests, die jetzt auch hier sind. Entweder das sind halt einfach Questlog-Leichen. Oder aber man stellt sie fertig mit irgendwelchen Chars, die man irgendwo parkt. Habe ich auch mal ausprobiert, so ist es nicht. Uff, warum sind hier denn keine Kobolde? Macht die Quests fertig und lockt dann halt auf einen Char um, den man gerade leveln will. Gibt den vielleicht auch Levelgear und das gibt ja auch XP-Flasks. Dementsprechend kann man dann die Quests mit dem dann bei einem einzigen, beziehungsweise einfach durch automatisch, weil die automatisch abgegeben werden können, ohne dass man direkt vor dem Questgeber steht, kann man da automatisch dann abgeben und dann die gesamte Erfahrung einstreichen. Und wahrscheinlich kommt man dann mit einer Playtime von, keine Ahnung, unter einem Tag auf Level 90. Naja, sagen wir Level 90, nicht 85 oder so. So lange wie die Gegenstände halt halten. Ist ein interessanter Weg. Habe ich ausprobiert mit dem Schurken. Funktioniert auch wirklich super. Falls es jetzt zu ungenau war, einfach mal in die Comments schreiben. Allgemein muss ich ja mal dazu auffordern, interaktiv mitzumachen und mitzuwirken. Zum einen, was kann ich verbessern? Das ist ja hier so ein Projekt, was ich selber gestartet habe und wo ich natürlich immer besser werden will. Und dass mir halt solche Aktionen wie der Fotobomberhund in der ersten Folge zum Beispiel nicht mehr passiert oder in der zweiten Folge war ich ja. Na komm, dem lasse ich den dann so. In der zweiten Folge hatte ich ja dann schön häufig ins Mikrofon geschnaubt. Ich bin einfach zu nett, ich lasse den Leuten immer ihre Mobs. Naja. Solche Sachen sollen natürlich nicht passieren, das sind dann so technische Sachen, die ich dann selber verbessern kann. Aber ich kann ja vom Gameplay, vom Commentary, das wäre auch interessant zu hören, was ich denn da verbessern könnte. Das ist ja echt total überfarmt. Hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Jetzt glaube ich hier schon das zweite Mal durch die Instanz oder durch diesen Tunnel, Mine, Schacht, Gedöns. Ja, und da schreibt mal bitte, was ich besser machen kann. Noch dazu suche ich auch immer gerne nach Chatpicks of the Week. Ich werde sie versuchen, wirklich wöchentlich dann zu erneuern und zu verbessern. Ja. Verbessern eigentlich nicht, einfach zu erneuern, dass immer ein bisschen Humor da noch dabei ist. Weil letzten Endes ist dir
das Bild einfach da, um den Leuten, die mit mir halt im Chat kommunizieren wollen, so ein bisschen Privatsphäre noch zu gewährleisten, weil nicht jeder will ja, so wie ich, dann letzten Endes seine Privatsphäre aufgeben, was das Ingame-Spielen anbelangt. Und da muss man dann schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass sie auch ganz normal mit mir kommunizieren kann, ohne da jedes Mal zu befürchten, na, was erzähle ich denn jetzt? Ja. Noch dazu, eigentlich antworte ich während der Aufnahmen nicht wirklich. Das muss ich eingestehen. Rein theoretisch können mich zurückporten. Ich Schlumpf habe aber, glaube ich, vergessen, mich da zu binden. Ja. Wieder so eine Aktion. Na, den brauche ich für eine Quest. Wahrscheinlich ist dann die Folgequest. Herzlichen Glückwunsch. Na komm. Ich habe so eine leichte Arachnophobie. Deswegen gibt es hier mal direkt die Rache. Und das Level 6. Ey, habe ich einen neuen Zauber bekommen? Nein. Okay. Also trollen und rollen wir uns mal wieder zurück. Und da vergessen wir am besten mal nicht. Ja, ich habe extra die Gegenstände vom Leveling aufgehoben. Vielleicht benutze ich es dann später für Transmog Gear. Also, dass man seine Gegenstände so umgestalten kann, dass sie aussehen wie andere Gegenstände oder ältere Gegenstände. Ein populäres Feature, was sie eingefügt haben. Was auch dankend angenommen wird von Großteil der Community. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der so groß aufs Aussehen achtet. Aber das ist ja beides Schmuh. Hier mehr Kohle. Der so grundsätzlich so auf Aussehen achtet, aber viele andere dann doch schon. Kann auch daher rühren, weil mein Hauptcharakter ein Druide war. Oder ist. Und da man sich ja da eh in irgendwelchen Gestalten befindet, ist es halt echt wasted, da so ein Feature zu benutzen. Ah, jetzt soll ich da wieder in den Süden. Aber keiner will, dass ich den komischen Knoll töte oder was? Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Na, jetzt gehen wir nach Sturmwind. Ich muss da eh hin. Paket abgeben. So, komm. Gib mir einen Fluch. Ab nach Sturmwind. Und da bei der Druide befindet sich ja eh die ganze Zeit, wie gesagt, in Gestalt, Wandlungszauber, Katze, Bär oder halt eine Eule. Da siehst du es dann eh nicht. Ja, daher kann das wahrscheinlich, kommt es das wahrscheinlich, dass ich da nicht drauf achte, so sehr drauf achte. Aber es ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Und deswegen hebe ich immer so gerne Gegenstände auf. Oh, wo geht's weiter? Sehr viele Ausrufezeichen, die mich eigentlich nicht so ganz beglücken wollen. Weil ich glaube, die schicken mich dann wieder komplett hier durch die Gegend. Durch die gesamte Stadt und ich bin dann zu Fuß unterwegs. Schönen Tag auch. Und das dauert immer. Ah, okay, da drüben, die habe ich schon mal gemacht. Nach dem Der Weg? sagt mir jetzt, dass der Dunkelmondjahrmarkt da ist. Naja, mal. Ich glaube, ich laufe da nicht nochmal drauf, aber Quest haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. So, dann haben wir hier noch eine Quest. Ist die in dem Haus hier drin? Okay. Was sitzt du jetzt? Schneiderei. Ja, die wollen mir wahrscheinlich jetzt so einen kleinen Beruf andrehen, ne? Ist auch eine gute Frage. Ich habe mir jetzt inzwischen mal Gold geschickt, wie man sieht. Welchen Beruf ich nehme? Bop, bop, bop. Ich bin eigentlich immer großer Fan von Alchemie gewesen. Überlege jetzt auch gerade, was jetzt groß geändert wird an den Berufen mit dem nächsten Addon, außer dass halt, was halt, sag ich mal, die größte Beschneidung ist, diese kampfrelevanten Fähigkeiten oder Effekte von den Berufen weggenommen werden. Fällt mir jetzt nicht so groß ein, was mich jetzt zu einem anderen Beruf bewegen würde, weil ich glaube, der Alchemist ist auch da drüben, beziehungsweise der Kräuterkundler. Und sonst, was gibt es sonst noch für Boni? Ja, ich nehme den. Ich werde Alchemist. Ich bin Tränkebauer. Aus Leidenschaft. So. Kann ich euch helfen? Und besaufen tue ich mich anscheinend auch Ich gerne. bin Gib her hier. das Zeug. Zack. Naja, so einen großen Effekt ist jetzt nicht. Brauche ich wahrscheinlich härteres Zeug. So, dann holen wir uns den Beruf. Dann muss ich drüben das Paket abgeben. Naja, das geht ja. So lange dauert das ja nicht. Glücklicherweise kann ich ja schon rollen, wa? So.
Ne, hier bin ich falsch. Obwohl, ne, ist der Schneidertyp. Das ist die Lehrerin für Kräuterkunde. Nehmen wir. Tag. Gib mich Beruf. Danke. So. Das ist die Alchemielehrerin. Kenne ich auch schon. Grüß dich. So. Was nehmen wir mal ein paar Fiolen mit, also Vorrat, weil die so günstig sind. Und da früher gab es halt verschiedene Klassen von Fiolen. Aber das haben sie inzwischen angepasst, dass es halt wirklich nur eine Sorte von Fiolen gibt und dass man nicht immer extra für höhere Tränke höhere Fiolen besorgen muss. Ist eine gute Änderung, kann ich mitleben, auf jeden Fall. Noch dazu, weil sie halt einfach erschwinglich sind, dann kann man sich sie in jeder Klassenstufe leisten. So. Ja, du wolltest, dass ich Schneider werde, wie ich merke. Hopp, komme ich wieder raus, ja. Aber ich bin jetzt Alchemist, was nichts mit Mist zu tun hat. So, noch rüber. Okay, der war flach. Dafür muss ich mich eigentlich entschuldigen. Das ist eine Beleidigung für die Ohren. Ja, ich hätte auch gern einen Pony. Ich habe schon einiges hier auf, ne Quatsch, auf Vorrat. Aber ich kann sie noch nicht benutzen. Wobei auch beim Reit- und Haustiersammeln, da gibt es ja sehr viele Fans von. Auch da. Allgemein bin ich wirklich eher der Typ, der Content mag. Also Inhalte, die generiert werden und die ich dann auch spielen kann. Aber sowas wie Erfolge, Pets, Mounts, das ist immer so eine Sache. Mich sehe ganz, ganz Freund von. Und mir fällt gerade wieder ein, ich habe schon wieder vergessen, mich in Gold einzubinden. Das ist überragend. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Eben sage ich es noch, dann renne ich zurück, rolle ich zurück und vergesse es wieder. Manchmal gibt es ja so Momente, wo man sich selber facepalmen würde und sollte, wahrscheinlich auch. Ihr sucht doch etwas. Was ist das? Was einfach so schlecht ist. Seid vorsichtig. So, du schickst mich wieder zurück, habe ich mir gedacht. Naja, wenigstens die Rolle, die mich ein bisschen rettet. Obwohl, wahrscheinlich mit dem Zurückporten wäre es jetzt auch nicht so pfiffig gewesen, wenn ich die Quest da eben oben abgeben muss. So, jetzt überlegen wir nochmal, brauche ich noch irgendwas hier aus der aus der Stadt? Also Beruf habe ich. Kann ich mir das jetzt irgendwie auch anzeigen lassen? Kräutersuche, machen wir mal an. So. Sonst, Gegenstände habe ich jetzt eigentlich nicht so die große Muße, irgendwas zu kaufen. Da ist echt noch einiges los. Naja, sagen wir mal Tschüss. Und reisen wieder gen Süden. Nach Goldhain. So. Ah, ich bin echt gespannt, weil wenn ich am Ende die Aufnahme wieder ansehe oder anhöre, welche Probleme ich diesmal dann feststelle. Vielleicht ist jetzt einfach mal die Tonspur komplett in Arsch. Aber das hoffen wir mal nicht. Ja? Sonst muss ich mir was einfallen lassen, was ich dann da drüber spiele. Und ich hoffe innigst, dass ich kann das dann das nächste Mal wieder am Mikrofon habe, dass man da so ein bisschen Kontrast hat und nicht immer nur meine Stimme, von der ich weiß, dass sie gerne zum Einschlafen gehört wird, bestimmt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Weil bei mir wirkt selber und das sich von seiner eigenen Stimme einlullen zu lassen, hat schon einen gewissen Charakter. Sagt schon einiges aus, ja. Deswegen hoffe ich, dass er einfach nächstes Mal Gannas wieder am Start ist. Vielleicht mache ich das dann einfach mal ein paar Aufnahmen zu einer nerdigeren Zeit, wo er auch wach ist, wo ich weiß, dass er da ist, ja. Und Man dann sieht sich. nicht immer nachmittags oder mittags oder was, da irgendwie den Versuch zu starten, eine Aufnahme zu machen. Ja, ich denke, das soll es dann auch gewesen sein. Stellen uns wieder hier hin. Wieder viel unterwegs, ja. Oh, du kannst ja noch eine Quest abgeben, ja, das nehmen wir noch mal kurz mit. Ja. Die 100 XP. Dankeschön. Dankeschön, meine Fans. Alles klar. Dann machen wir wieder schön Winke-Winke. Und ich bedanke mich wieder mal für die Aufmerksamkeit. Wiederschauen.